Mal wieder ein Rezept aus der Rubrik Nimm Reste für das Beste. Ich hatte von der letzten Grillparty noch Rippchen übrig, die zwar vorgegart waren, aber noch nicht auf dem Grill lagen. Diese habe ich in einer Rotwein-Tomatensoße geschmort. Ich kann euch garantieren, wenn ihr mit dem Schmoren fertig seid, fällt das Fleisch wirklich von den Knochen. Wie ich diese Delikatesse gemacht habe, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Ihr nehmt die restlichen Rippchen und benötigt für die Soße folgende Zutaten. 2 Gläser eingelegte Cherrytomaten, ich hatte noch selbst eingelegte, 2 mittelgroße Zwiebeln, 30 Gramm geschnittene Frühlingszwiebeln, 400 ml passierte Tomaten, 350 ml Rotwein, 600 ml Gemüsebrühe, selbst gemacht, 1 Teelöffel Knoblauchpaste, auch selbst gemacht und zum Abrunden des Geschmacks ein Schuss Agavendicksaft. Und los geht's, die Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden. Die Rippchen schon mal in eine Auflaufform legen oder in einem Bräter schichten, dann Öl in einem Topf erhitzen, die Zwiebeln dazu und kräftig anrösten. Da mir das dann doch zu wenig war, habe ich noch geröstete Zwiebeln dazu genommen. Mea culpa. Und dann die Tomaten hinzufügen. Alles mit der Gemüsebrühe und den passierten Tomaten auffüllen. Da ich nichts verschwenden wollte, habe ich die Verpackung der passierten Tomaten noch mit der Gemüsebrühe ausgespült. Dann den Rotwein hinzu und Deckel drauf. Nach und nach die weiteren Zutaten hinzufügen. Das Ganze dann ein wenig köcheln lassen. Ich würde sagen 15 Minuten reicht. Über die Rippchen dann die Soße geben, Deckel drauf und ab in den Ofen. Hier habe ich die Rippchen bei 160 Grad Umluft für 2 Stunden schmoren lassen. Nach 2 Stunden ist alles fertig. Und jetzt zeige ich euch, wie super zart dieses Fleisch geworden ist. Schaut genau hin, so bekommt ihr ansonsten Knochen und Sehnen vom Fleisch nicht abgetrennt. Genießt einfach mal diesen kurzen Augenblick. Gebt mal zu, da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen, oder nicht? Die restlichen Rippchen dann aus dem Bräter oder der Auflaufform herausholen. Damit die Soße jetzt noch passiert werden kann, wird sie in einen Topf gegeben und mit einem Pürierstab schön sämig püriert. Die Soße hat einen peppigen und fruchtigen Geschmack und kann für vielerlei verwendet werden. Ihr könnt sie auch einfrieren und für andere Dinge weiterverwenden. So schaut mal, so schön sämig ist sie. Ohne Bindemittel. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da oder teilt dieses Video. Oder abonniert am besten gleich meinen Kanal. Es geht natürlich auch alles drei auf einmal. Auf jeden Fall ist die Freude auf meiner Seite. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.